Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Die Maße eines Rechtecks sind zwei Primzahlen und die Diagonale misst Quadratwurzel von 218. Frage: Was ergibt der Flächeninhalt dieses Rechtecks? Wir stellen uns solch ein Rechteck vor. Länge und Breite sind zwei Primzahlen, die wir bezeichnen mit P1 und P2. Und die Diagonale misst Quadratwurzel von 218. In diesem rechtwinkligen Dreieck ergibt der Satz des Pythagoras P1 im Quadrat plus P2 im Quadrat gleich die Hypotenusenlänge im Quadrat, das heißt 218. Wir schauen jetzt in dieser Tabelle, welche Primzahlen in Frage kommen. Die 2 ist okay, denn ihr Quadrat ist streng kleiner als 218. Die 3 ist auch okay, 9 ist kleiner als 218. Die 5 kommt auch in Frage, die 7 ebenfalls, die 11 auch, 121 ist kleiner als 218, die 13 kommt auch noch in Frage, aber die 17 nicht mehr. Denn 17 im Quadrat ergibt 289 und das ist zu groß. Die Summe der Quadrate muss ja 218 sein, also schließen wir die 17 schon mal aus. Schauen wir die 13. Die 13 könnte in Frage kommen und 169 plus 49, das ergibt genau 218. Also diese zwei Primzahlen 13 und 7, das sind die Zahlen P1 und P2. So. Und demzufolge ist der Flächeninhalt von dem Rechteck diese Länge 13 mal diese Breite 7, das heißt 91. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 91. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.